Home sweet home. So, weiter an die Arbeit. Du bekommst einen neuen Prozessor. Außerdem, ihr wisst es ja, ne? Wenn euch der Content hier gefällt, die Facharbeit, die ich hier leiste, immer gerne Däumchen nach oben. Super gut. Hilft mir immer sehr weiter. Motiviert mich auch dazu, dass ich euch weiter mit meinem Content beglücke. Und ich weiß, ihr wollt von mir beglückt werden. Ich weiß es. So, dich schmeißen wir an. Und was haben wir hier? Oh, der sieht cool aus. Sogar sauber aus. Das zählt. Wo? In so einem Tempo bin ich gar nicht gewöhnt. Was soll ich denn damit machen? Ist ja schon fertig. Wie mache ich das jetzt am schlausten? Sind wir schon 14? Bin ich ein bisschen geahnt. Muss ja mal gucken. Okay, Cinebench ruft also nur auf den CPU-Wert. Das heißt, wir brauchen den dicksten Prozessor und ein passendes Mainboard. Also wir brauchen den und ein passendes passende Hauptplatine und ein Prozessor. MSI Mac is godlike. Scheiße. Der kostet ein bisschen weniger. Nehmen wir den. Dann dazu eine andere Hauptplatine.
Hier 200. Den erstmal raus. Da sind wir bei 700 noch was. Muss ich natürlich gucken. Der wäre passend. Okay. Wir versuchen es. Wir müssen es versuchen. Ansonsten haben wir echt eine Arschkarte. Dicker Gold. Royal Edit. Nice. So, passte. Dann der Prozikühler wieder drauf. Okay, hoffen wir das Beste. Dass nichts gebracht hat, bin ich gearscht. Nein! Nein, wie? Wieso? Das wird teuer. Gut, dass wir fast 100.000 auf dem Konto haben. Gut, dass wir dann gleich wieder genug Ersatzteile haben, möchte ich meinen. So, den dicksten Prozessor. Wenn das nicht funktioniert, habe ich keine Ahnung mehr. Schon. Ja. Ich meine, ey, wir sind gerade ganz schnell in den Miesen gegangen. Aber scheiß drauf. Ich fange schon mal hoch. Und du willst was? Extrem Gitar. Okay, eine neue Grafikkarte. Eine GTX 970. Haben wir nicht noch eine? Wir haben sogar eine.
Ah, scheiße. 3D, Leistungswert, ne? Vielleicht klappt es ja. Vielleicht. Nein. Nicht bei meinem Glück. Keine CPU gefunden. Bitte nur die CPU im Sack sein. Ja. War ein Glück. Kostenlimit genannt. Ja, fick dir. Fick dir, Henne. Wer ist das nochmal? Dawn Legal. Wieso hat der Teilebudget von 1100, wenn nur die, wenn nur der Protz hier im Arsch ist? Der lädt noch. Haben wir hier noch den hier? Ich sehe schon, Lüfter, Lüfter laufen nicht. Und keine CPU gefunden. Ist hier drinne. Auch defekt. Fertig. Ah, jetzt lebt er auch wieder. So, der ist schon mal fertig. Ja, löschen. Häuser lackieren blau. Seltsame Pop-ups. Easy. Dr. Raven weiß genau, was deinem PC fehlt. Liebe! Dann das Gehäuse noch in Blau lackieren. Kriegen wir hin. Schönes Blau, hart, groß. Du kriegst morgen einen neuen Prozessor. Du bist fertig.
Hat nichts anderes zu wünschen. Fertig. Wieder mal fertig. So. Kassieren, okay, löschen. Strom bezahlen. Energy Stufe 5, Lüfter. Ökostellen, easy. Hauptplatine mit Wasserkühlung versehen. Mhm. Mac Z Ace. Warte mal. Haben wir sogar noch einen. Ausgezeichnet. Z390 von Nissan. Ja. Nehmen wir an, machen wir fertig. Ja, ja, Onkel Tim. Nicht, nerv nicht. Was wir dann noch Kabel in Kunststoff hellgrau. Sowas, die können wir ihm noch verpassen gerade. Ups. Kunststoff hellgrau. So, und jetzt einfach nur auf den neuen Prozessor morgen warten. Ja, habe ich das richtig angenommen? Ja, ja. Keine Ahnung. Fertig machen den Tag. Jo, ran hier. Prozessor raus. Kaufen einen neuen Prozessor hin. Ich hab doch das Problem diagnostiziert. Irgendwas klettert da ganz schön. Knurrendes Geräusch. PSU. Findet unser Wärmemesser da vielleicht was raus? Oh ja. Schnell ausmachen, der braucht doch eine neue PSU. So, jetzt gehen wir an die anderen beiden. Du Scheißteil, ich habe einfach keine Ahnung, was ich mit denen machen soll.
Sehr heiß. Muss das Häuser noch lackieren. Was? Ich versuche mal noch was. Flipside auf meinem PC, Graustufendesign wäre cool. Ja. Und die Lüfter auf Öko stellen. Das will ich hier auch mal versuchen. Prozessorlüfter wird sehr heiß. Sie auf Leistung stellen, kühlen die ein bisschen ab. Das machen wir mal. Der Hoffnung, dass wir den so runtergekühlt bekommen. Ich muss langsam auf. Du kriegst erstmal auch die Lüftersteuerung und was noch? Flipside. Hier mache ich nur alles auf Öko stellen, ist fertig. Flipside ist drauf und jetzt nur noch das Graustufendesign. Junge, kennst du das? Schön sieht anders aus. So, dich wolltest du noch in grün haben, ne? Das machen wir jetzt einfach noch. Nein, nicht du schon wieder. Oh Gott, ich könnte kotzen gerade. Ja, wie läuft, wir kriegen jetzt die Dinger wieder ab? Ah, okay. Dich und dich. Haben wir den schon den Rahmen komplett gekühlt? Hat er den einfach wieder rausgebaut? Arsch. Aber das ist ein anderer.
Und das war's schon. Hey, gut gemacht. Warum hätte ich die Klammern eigentlich zulassen, zumachen sollen? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich hätte sie natürlich offen gelassen. Ob wir sie mit Wasserkühlung versehen haben, war. Rotfarbiges Kühlmittel installieren. Sonst noch Wünsche? Ah, passt. Sehr schön. So, und jetzt rote Kühlflüssigkeit. Warten wir einen Moment. Das ist ja gegen aller physikalischen Gesetze, aber Scheiße, muss nicht schmecken, muss wirken, sagt Markus Rühl immer. Yay! So, den haben wir schon mal wieder fertig. Auffällig. Die zwei holen wir noch aus der Zahlung. Die geben wir eine Bestellung. Easy. Easy. Bau-PC. Easy.
Easy. So, dann machen wir alles in der nächsten Folge. Weil für dieser, ihr seht's, ne? Wird schon wieder Zeit. Bis dahin, reingerockt. Euer Raven.